Es ist jetzt 17 nach, dann würde ich sagen, starten wir einfach. Und ich hoffe, ihr seid alle soweit fit und dann kommen wir alle mal langsam auf die Matten. Ready, steady, go. So, ich möchte erstmal, dass wir unsere Handgelenke aufwärmen. Dafür könnt ihr gerne einfach noch im Stehen euch befinden und einfach mal ganz entspannt in Kreisen, Bewegungen unsere Handgelenke mobilisieren. Und für euch zur Info, was kommt heute auf euch zu? Wir werden erstmal schön mobilisieren, fangen gleich auf dem Boden an, dann arbeiten wir uns langsam hoch, von den Fußgelenken hoch. Dann würde ich ganz gerne die ein oder anderen Koordinationsübungen machen. Wir rotieren jetzt von rechts nach links die Handgelenke. Und nachdem wir ein paar Koordinationsübungen gemacht haben, werden wir noch ein paar Schulterkräftigungen haben. Und dann gehen wir allgemein die Kräftigung des Cores und des Rückens. Jetzt von vorne nach hinten kippen. Also von der Seite, das sieht dann so aus. Und dann könnt ihr euch auch langsam mit den Knien auf eure Matte bewegen. Schön draufknien. Und dann mobilisieren wir die Handgelenke, indem wir die Hände aufstellen, die Schultern über den Handgelenken sind und einfach mal im Kreis kreisen. Das heißt, schön im Uhrzeigersinn mal die Handgelenke leicht belasten. Oder wenn ihr merkt, dass die schon warm sind, auch ein bisschen intensiver belasten oder intensivieren. Und das Ganze gegen Uhrzeigersinn. Jawohl, warum machen wir das Ganze? Ganz klar, wir machen sehr, sehr viele Übungen, insbesondere im Mobile Office, also quasi wenn wir jetzt hier virtuell zusammenkommen mit den Handgelenken und da sollten die schon sehr, sehr gut gekräftigt sein und mobilisiert sein. Ansonsten gibt es relativ schnell Probleme mit den Handgelenken. Insofern schöne, vernünftige Aufwärmrunde auch für die Handgelenke. Stellt mal bitte die Handspitzen nach außen und dann wie so eine Robbe wandern wir von links nach rechts. Ich zeige das mal von vorne. Das heißt, die Fingerspitzen zeigen nach außen und wir robben uns von der rechten Seite auf die linke Seite. Genau. Und je nachdem, wie flexibel ihr seid, könnt ihr natürlich ein bisschen tiefer in die Dehnung gehen oder ein bisschen weniger in die Dehnung gehen. Ein bisschen mehr belasten, ein bisschen weniger belasten. Das Ganze noch für 3, 2, 1. Dann führen wir die Fingerspitzen zu den Knien. Gehen da in die Dehnung und führen langsam die Schultern nach hinten oder das Gesäß nach hinten und spüren damit eine Dehnung auf der Arminnenseite. Auch hier könnt ihr so ganz leichte, zarte Impulse geben. Macht bitte nicht zu intensiv, schont eure Handgelenke jetzt noch am Anfang. Das Ganze noch für 3, 2, 1. Und dann könnt ihr euch jetzt bitte auf den Handrücken bewegen. Das heißt, hier auf die Rückenseite, hier, gehen wir auf den Handrücken und bringen ganz langsam entspannte Entlastung drauf. Je weiter ihr die Arme ausstrecken könnt, desto mehr geht ihr in die Dehnung. Und je weiter ihr nach vorne kommt mit dem Oberkörper, desto intensiver können wir auch hier eine Dehnung verspüren auf den Handgelenken. Auch hier können wir wieder so ein bisschen von rechts nach links wackeln. Übertreibt es bitte nicht, macht ganz entspannt, macht ganz locker. Geht nur so weit, wie es gerade noch angenehm ist, aber das jetzt wird sich aber noch schon in eine Mobilisierung kommt. Auch das noch für 3, 2, den Kopf könnt ihr einfach gerade lassen, 1 und dann kommen wir wieder auf unsere Handflächen. Und hier würde ich einmal euch bitten, dass wir unsere Ballen nach oben nehmen. Das sieht dann so aus, wir kommen nach oben und kommen wieder runter. Dann kommen wir nach oben und wieder nach unten. Und im Idealfall kommt die Kraft aus der Hand und nicht aus der Hüfte, die immer wieder nach oben und nach unten kommt, sondern wir versuchen auch hier schon eine Kräftigung der Handgelenke hinzubekommen. Genau. Also immer schön den Ball nach oben und wieder runter. Und nach oben für 3, 2, 1. Und dann würde ich euch bitten, nochmal auf die Fäuste zu gehen. Und von den Fäusten gehen wir von vorne über den Zeigefinger, über den Mittelfinger, nach hinten auf den kleinen Finger. Und auch hier wieder nach vorne und wieder nach hinten. Genau, das Ganze können wir auch einmal von links nach rechts. Großartig. Und jetzt sollten langsam die Handgelenke warm sein. Dann stellt euch mal bitte auf eure Fußspitzen auf. Nehmt die Fingerspitzen an die Fußgelenke und dann mobilisieren wir langsam hoch, angefangen mit den Füßen.
Genau, bewusst raus, Schultern hinten zusammen, Hüfte schön nach vorne. Und dann mobilisieren wir, indem wir immer von der Ferse auf den Ballen wechseln und das die ganze Zeit links und rechts kippend. Genau. Könnt ihr gerne ein bisschen größere Bewegungen machen. Und wie ihr das sicherlich auch schon kennt, auch in der Kreisform, das rechte Knie nach vorne, nach hinten, linke Knie nach vorne, nach hinten und das Ganze schön im Kreis. Die Brust ist schön, stolz, nach vorne geneigt, die Schultern zeigen nach hinten oder führen zumindest die Schulterblätter hinten zusammen und die Hüfte kommt auch nach vorne. Einmal gegen Uhrzeigersinn, wir starten hinten rechts, rechts vorne, links hinten, links vorne mit den Knien. 3, 2, Hände bleiben an den Fußgelenken und wir strecken den Popo in die Luft, machen einmal einen Katzenbuckel, schön in die Länge, dehnen einmal die Oberschenkelrückseite und kommen wieder tief in die Hocke und bringen die Hüfte nach vorne. Das Ganze machen wir 4-mal. 2 haben wir noch, 3. Und beim 4. bleiben wir mit der Hüfte oben. Der Popo ragt in die Luft. Gehen nochmal schön in die Dehnung, spüren nochmal den Katzenbuckel und kommen langsam mit den Händen nach oben, Wirbel für Wirbel, bis wir an den Kniegelenken angekommen sind. Halten die Hände auf den Kniegelenken und machen eine Außenrotation. Jawohl, achtet auch darauf hier. Jetzt können wir auch wieder hier versuchen, die Schultern hinten zusammenzuführen. Für diejenigen, die Probleme haben mit den Knien, da gehen wir mit den Füßen zusammen und gehen nur in eine Halbkreisbewegung von rechts nach links. Für all diejenigen, die jetzt gerade nach außen rotiert haben, die können wir nach innen rotieren. Also von außen kommen, nach innen. Oder wie gesagt, alternativ Füße zusammen und im Halbkreis. Auch hier noch für 3, 2. Wir kommen eine Etage höher. Langsam auf die Hüfte und hier im Uhrzeigersinn rotieren. Macht euch lang und groß. Und das Ganze auch mal in die andere Richtung. Gegen den Uhrzeigersinn, also von links nach hinten, von rechts nach vorne. Große Bewegung. Auch hier noch für 3, 2. Also kommen wir 1 höher. Hände auf die Schultern. Wir drehen zurück, öffnen unsere Brust und machen eine möglichst große Bewegung mit den Schultern. Öffnen ganz weit die Brust. Atmen dabei tief ein. Und wieder aus. Und nochmal ein. Und nochmal aus. Für 3, 2, 1 und abwechselnd nach vorne rotieren. Wie beim Paddeln, beim Rudern, einfach mal nach vorne kommen. Und versucht mal den ganzen Rücken mit reinzunehmen, die Wirbelsäule zu mobilisieren. Und dann kommen wir eine Etage höher, die Arme sind oben ausgestreckt. Machen uns nochmal richtig schön lang. Zieht euch über die Fußspitzen nach oben. Und die Arme sind V-förmig auseinandergefolgt. Und dann gehen wir wieder auf unsere Fersen und machen im Uhrzeigersinn eine Kreisbewegung. Mit den Armen, die nach oben ausgestreckt sind. Großartig. Auch hier 3. Und gegen den Uhrzeigersinn. Und los geht's. Für 3, 2, 1 und einmal ausschütteln. Jawohl. So, wir machen eine kleine Koordinationsübung. Dafür möchte ich, dass ihr euch aufs rechte Bein stellt. Und das linke Bein ist vorne direkt mit der Ferse an der Fußspitze für den Balancepunkt und halt Core-Spannung. Und versucht so erstmal die Balance zu halten. Wenn ihr einen ganz guten, angenehmen Fixpunkt habt, dann nehme ich euch den wieder, indem ihr die Daumen nach vorne nimmt, zusammenführt. Und dann möchte ich, dass ihr einfach nur auf eure Fingerkuppen schaut. Und auch hier schon wieder die Balance halten. Und jetzt möchte ich, dass ihr den linken Daumen einfach mal links von euch weiterführt im 90-Grad-Winkel und ihr blickt diesen linken Daumen hinterher mit eurem Kopf, kommt wieder zurück, führen wieder zusammen die beiden Daumen und dann der rechte auf die rechte Seite führend
und haltet Core-Spannung, versucht nicht zu sehr zu wackeln, so wie ich es gerade mache, und kommt wieder zusammen vorne. Das Ganze zweimal pro Seite und dann legen wir mal eine kleine Progression drauf, damit es nicht zu einfach wird. Also auch hier nochmal für die rechte Seite. Und wenn ihr wieder vorne angekommen seid, nehmt ihr bitte mal den linken Daumen nach links oben und biegt auch hier hinterher. Erfahrungsgemäß ist es ein bisschen schwieriger, wenn ihr den Kopf in den Nacken nehmt, rechte Daumen nach unten und den linken Daumen nach unten im 45-Grad-Winkel. Schön langsam und kontrolliert, Core-Spannung halten, rechte Daumen nach oben. Und das Ganze noch von vorne. Linke Daumen nach oben. Blickt den Daumen hinterher. Und kommt wieder zurück. Rechte Daumen nach unten. Blickt auch dort hinterher. Und den linken Daumen nach unten. Und den rechten Daumen nach oben. Jawohl. Haltet immer schön die Core-Spannung. Versucht die Balance zu halten. Und jetzt nimmt ihr mal die Daumen auseinander. So ungefähr, ja, gerade so, dass ihr mit einer Blickspanne noch die beiden Daumen erreicht. Das ist ungefähr 70, vielleicht 60 Zentimeter. Und haltet den Kopf nur bitte gerade, komplett gerade Richtung Kamera. Und ihr blickt jetzt nur mit den Augen auf der linken Seite, auf den Daumen und dann auf die rechte Seite. Und jetzt wechselt ihr von links nach rechts, um so trotzdem die Balance zu halten. Jetzt könnt ihr mal mit dem linken Daumen hoch und dem rechten Daumen runter und trotzdem noch versuchen, den Kopf immer arretiert nach vorne zu halten und nur der Blick, also nur die Augen wechseln, rechte Daumen nach oben, linke Daumen nach unten. Versucht euch nicht ablenken zu lassen, konzentriert euch. Die Übung ist auch besonders gut, um insbesondere wieder in einen Fokus zu kommen. Und nach der Koordinationsübung kommen wir mit dem Daumen wieder nach vorne und gehen in die Standwaage. Dafür würde ich gerne, das rechte Bein ist ja weiterhin noch hinten, dass ihr das rechte Bein nach hinten ausstreckt. Und dabei nehmt ihr die Daumen auseinander, seitwärts vom Körper, sodass wir mit dem Oberkörper in die waagerechte Position kommen. Halten die Balance, gehen schön parallel zum Boden im Oberkörper, halten die Anspannung und kommen wieder zurück, indem wir den Fuß wieder senken, Daumen wieder vorm Körper zusammenführen und das Ganze dreimal. Dann wieder nach unten. Oberkörper sinkt, Arme gehen auseinander, rechte Bein hebt vom Boden ab. Wir kommen im Oberkörper parallel zum Boden, halten die Balance, der Blick bleibt gerade und wir kommen wieder zurück. Wir balancieren mit dem linken Bein aus, versuchen hier schön zu arretieren und noch ein drittes Mal. Wir kommen wieder den Daumen auseinander. Wenn ihr merkt, ihr habt zu viel Imbalance im Fuß, könnte es schon helfen, wenn ihr von eurer Matte runtergeht. Denn je stabiler der Untergrund ist, desto einfacher wird das. Oder wenn ihr merkt, easy going, das ist ja viel zu einfach, könnt ihr auch gerne einfach ein Handtuch runterlegen. Andere Seite. Wir stellen uns aufs rechte Bein und führen das linke Bein zurück, Daumen auseinander. Los geht's. Auch hier wieder drei Wiederholungen. Der Oberkörper sinkt in die Standwaage. Der Oberkörper ist parallel zum Boden. Wir halten die Balance und kommen wieder zurück in die Ausgangsposition und dann wieder reaktiv in die Beugung. Oberkörper tief, Arme auseinander, hintere Bein, dieses Mal das linke, geht hoch. Und das rechte Bein muss ausbalancieren, halten kurz die Anspannung. Und auch hier noch ein drittes Mal das Ganze ausgeführt. Nummer 3. Wieder tief. Oberkörper senken. Und dann wieder zurück in die Position. Dann könnt ihr die Daumen oben lassen. Und diesmal auseinanderführen. Hände öffnen. Ein bisschen ins Squat gehen. Wir kommen von der Koordination in die Kräftigung. Daumen führt nach hinten. Und jetzt versucht mal, ganz proaktiv eure Schultern hinten zusammenzunehmen und nach unten zu führen. Spürt ihr diesen Unterschied? Dann aus dem Hohlkreuz raus, die Hüfte ein bisschen nach vorne zu kippen und trotzdem die Knie noch hinter der Fußspitze zu haben. Also hier nach hinten ziehen und ein bisschen nach vorne kippen. Und nicht das. Okay. Wenn ihr das habt, wenn ihr diese Grundposition eingenommen habt, dann möchte ich, dass ihr mit den Daumen um die eigene Achse rotiert. Nach unten, trotzdem die Schultern tief halten und dann wieder zurück. Here we go. Los geht's. 1 minute. Und ich gucke mir das Ganze mal an und schau mal, ob auch die Schultern tief sind und ob die Arme hoch sind. Ihr könnt noch ein bisschen tiefer in den Squat gehen, denn das ist ja eine Ganzkörperübung.
achte darauf, dass ihr nicht mit dem Knie nach vorne geht, sondern mit dem Popo nach hinten führt. Und immer schön in der Schulter rotieren. Ich weiß, sie werden schwer. Das Ganze noch für 18 Sekunden. 17, 16, Ellenbogen oben halten, Schultern tief. Für 11, 10, 9, 8, 7. Ihr könnt ja schon mal auf so einen kleinen Schultermarathon einrichten. 5, 4, dann nehmt ihr die Arme V-förmig nach oben. 2, 1 und führt sie vom V ins W. Los geht's. Auch hier wieder eine Minute. Schultern tief halten. Und stellt euch vor, als wolltet ihr einen Gegenstand nach unten ziehen, wie im Latzug. Und dann wieder nach oben drücken. Und dann wieder nach unten. Und dann wieder nach oben. Tief im Squat. Eine Etage tiefer mit dem Popo. Knie nach hinten. Achte darauf, dass die Knie auch in die gleiche Richtung zeigen wie die Fußspitze. Also dass nicht, dass die Knie nach innen wandern, sondern schön gerade kontrolliert im Squat. Halbzeit. Bringt die Schulter mal hinten zusammen und spürt den Unterschied. Shoulder Packing, tiefer im Squat, höher mit den Armen. 20 Sekunden noch. Wir haben noch 10. Nehmt die Schultern tief. Geht aus dem Hohlkreuz raus. 5, 4, 3. Dann haltet ihr die Ellenbogen auf Schulterebene, angewinkelte Arme. 1 und führt nach unten und nach oben. 1 minute. Los geht's. Ellenbogen schön oben halten. Achtet darauf, insbesondere wenn ihr die Arme nach oben führt, dass ihr nicht sehr ins Hohlkreuz wandert, sondern dass immer weiterhin der Bauch angespannt ist. Ganzkörperübung und noch ein bisschen tiefer in den Squat. Und wenn ihr kurz ausschüttelt, direkt wieder einsteigen. Das Ganze muss doch gar nicht auf Schnelligkeit gehen, sondern versucht eher in die Endposition reinzukommen, denn die werden ordentlich anstrengend. Wir können die Schultern noch ein bisschen höher nehmen. Schultern tief, Ellbogen ein bisschen höher nehmen. Also die Ellenbogen sollten immer auf Schulterebene sein. So ist es richtig. Jawohl. Noch 4. 14, 13, 12. Dann habe ich noch eine böse Übung für euch. Auch für die Schultern. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Danach könnt ihr die Arme ausstrecken. 2, 1. Arme ausstrecken. Daumen nach hinten. Und jetzt stellt euch vor, als wollt ihr die Daumen hinterm Körper zusammenführen und hinten die Schulterblätter ebenso. Das Ganze sieht von der Seite so aus. Die Arme werden extrem schwer gerade, aber das ist auch gut so. Eine Minute und dann verspreche ich euch eine Pause für die Schultern. Das heißt, zieht nochmal durch. Schön hinten die Schulterblätter zusammennehmen und in der Anspannung bleiben. Achtet darauf, dass die Arme schön oben bleiben und die Schultern tief bleiben. Tief in den Squat. So, bei mir brennt, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ihr könnt ja gerne mal die Daumen nach oben machen, wenn ihr sagt, boah, es brennt, ich kann nicht mehr. Daumen nach unten, wenn ihr merkt, boah, easy going. Also wenn ich da irgendwelche Daumen unten sehe, dann bin ich begeistert. Also ich sehe da Daumen sehr viel oben. Großartig. Wir halten noch für die letzten 18 Sekunden. 17, haltet die Schultern tief, geht tief an den Squat rein. Haltet den Oberkörper gerade. Für 11, 10, Popo nach hinten, 9, 8, 7, 6, 5. Danach könnt ihr euch einfach mal plumpsen lassen mit dem Oberkörper. 2, 1 und locker lassen. Puh, schüttelt aus, linke, rechte Schulter. Tut euch das gerade an, was euch besonders gut tut. Wenn ihr wollt, trinkt eine Kleinigkeit und stoßt mit mir an. So, das war schon mal die Schulterkräftigung. Prost. Damit auch die Pumpe nicht zu kurz kommt, würde ich gerne jetzt eine kleine Cardio-Einheit machen. Das heißt, es gibt so zwei, drei Übungen, die wir jetzt auch insbesondere für die Beine machen, sodass auch die Pumpe mal so ein bisschen auf Hochleistung kommt. Wir fangen an mit klassischen Hampelmännern. Einfach Arme hoch, Beine zusammen und dann wieder zurück. Oben, unten abklatschen, 3, 2, 1, eine Minute, let's go. Jawohl. Perfekt. Genau. Knieschoner-Variante. Wenn ihr merkt, das geht zu sehr auf die Knie, könnt ihr es natürlich auch gerne im Wechsel machen. Easy. Ansonsten
gerne auch gesprungene Variationen. Ihr könnt da kreativ sein, aber achtet darauf, dass ihr den ganzen Bewegungsradius der Arme mit reinnehmt, indem ihr oben und unten abklatscht. Aber, und ich weiß nicht, ob ihr es vergessen habt, aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, einen Burpee anzuzeigen. Das heißt, genau, wow, gleich zwei Leute verdecken die Kamera mit der Hand, die dritte Person. Das heißt, es sind drei Burpees. Runter mit euch. Hep, hep, hep. Jawohl. Und nach den drei Burpees, saubere Liegestütze, sauber Strecksprung, drei Stück an der Zahl, gehen wir wieder in die Hampelmänner. Also es gilt, wenn ihr einfach mit der Kamera, jetzt wo ihr in der Live-Session seid, mit der Hand die Kamera verdeckt, dann heißt das für uns ein Burpee. Da ist noch einer, hep, vom Philipp. Jawohl. Und wir gehen runter. Sauberer in die Hampelmänner. Halbzeit. Jawohl. Und einer von mir. Hep. Wenn ihr in die Liegestütze geht beim Burpee, achtet bitte darauf, dass ihr gerade bleibt im Oberkörper. Nase, Brust und Hüfte kommen gleichzeitig auf den Boden. Da ist noch ein Hep. Noch 15 Sekunden. Gib mir mal alles. Endsprint. Richtig Gas geben. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Und wenn ihr nicht wollt, 2, 1. Dann kommt von mir. Hep, hep. Hurra! Zwei davon. Zwei Burpees. 1. Und 2. Jawohl. Schüttet einmal aus und dann kommen wir in die zweite Cardio-Einheit. Ich erkläre sie kurz. Wir gehen tief in den Squat auf der einen Seite. So befinde ich mich jetzt ein bisschen seitwärts von meiner Matte. Nehmen die Arme nach oben, Schultern nach unten, gehen den Sprung, bleiben tief. Zwei Krabbensprünge, Krabbenwalks und wieder den Sprung. Auch hier wieder in den Krabbengang. Zwei Schritte und wieder nach oben. Okay, dann würde ich sagen, es geht los auf 3. 2, bleibt immer schön tief mit dem Oberkörper. 1, los geht's. Zack. Also Hüfte tief, Oberkörper stolz, Schultern hinten zusammen und dann von den Krabben in den Sprung und wieder tief mit der Hüfte und in dem Sprung. Lasst den Kopf nicht hängen. Den Kopf könnt ihr quasi immer in der Verlängerung der Wirbelsäule halten. Achtet darauf, dass die Arme schön nach oben zeigen. Und das wird richtig hart und intensiv. Arme schön ausstrecken. Noch ein bisschen tiefer in den Squat, wenn ihr könnt. Gerade bei den Krabben. Die gehen richtig schön in die Oberschenkel. Streckt die Arme gerne noch ein bisschen weiter aus, wenn ihr könnt. Richtig schön nach oben. Und wenn ihr mit dem Bizeps an die Ohren kommt, ist das großartig. Wir haben noch 22 Sekunden. Bleibt tief. Immer bei den Krabben. Im Idealfall habt ihr es so, dass die Oberschenkel parallel zum Boden sind. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen Wunschvorstellung. Insofern halten wir noch für 12 Sekunden. 11, 10, gibt nochmal einen ordentlichen Strecksprung hinterher. Richtig schön Zimmerdecke. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Komm, zieht durch. 2, 1. Oh, locker lassen. Puh, so. Jetzt habe ich noch mal eine ganz ordentliche Übung für die Beine. Ich hoffe, die können noch ein bisschen. Wenn nicht, schüttelt sie einmal noch mal ein bisschen aus. Denn wir machen gesprungene Squats in einer 180-Grad-Drehung. Das sieht so aus. Das heißt, wir kommen hier tief in den Squat, 180 Grad, boom. Wieder tief in den Squat, 180 Grad. Und wieder 180 Grad. Natürlich knieschonende Variante. Könnt ihr auch einfach runtergehen und einmal wechseln, runter. Und wechseln und runter. Eine Minute lang. Achtet bitte darauf, Oberkörper stabil halten. Die Schultern zurück und Knie sind hinter der Fußspitze. Auf 3, 2, 1. Powert euch aus. Los geht's. Eine Minute. Wenn ihr merkt, das klappt nicht mit diesen 180 Grad, könnt ihr auch einfach 90 Grad machen. Oder 179 Grad. Ich gehe nicht mit dem Lineal vorbei. Und immer wenn ihr nach oben kommt, also quasi in der Anspannung seid, könnt ihr einmal tief ausatmen, sodass ihr nicht in die Pressatmung kommt. Eure Nachbarn freuen euch. Sich. Popo immer schön nach hinten. Knie nicht nach vorne wandern lassen.
Wir haben noch 25 Sekunden. Das wird hart. Geht noch ein bisschen tiefer in den Squat, wenn ihr wollt. Ihr könnt also auch meinen Zeitlupe runtergehen. Schön tief, böse. Und wieder runter und hoch. In die Streckung. 180 Grad Wendung. Noch 4, 15, 14, 13, 12, gibt nochmal alles. 10, 9, 8, 7, komm, Endspurt. Letzte Beinübung, 6. Dafür müsst ihr jetzt nochmal alles geben für die letzten 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Und noch alles. Schüttelt aus. Jawohl, trinkt noch eine Kleinigkeit. Jetzt habt ihr noch Gelegenheit dazu, denn wir kommen jetzt langsam in die High Plank Position, wo die Arme dann nicht mehr frei sind. Wenn ihr wollt, mobilisiert immer ein bisschen die Handgelenke, denn die brauchen wir jetzt im nächsten Schritt. So, an diese Cardio-Einheit angrenzen, würde ich ganz gerne auch noch eine Übung machen auf dem Boden, die auch ein bisschen bewegungsintensiver ist, wo quasi auch die Pumpe nochmal ordentlich arbeiten kann, je nachdem, wie wir sie ausführen. Und zwar ist es der Mountain Climber. Allerdings in einer leicht abgewandelten Form. Wir gehen in den High Plank, das heißt die Schultern sind über den Handgelenken und wir nehmen das rechte Bein bis zum Handgelenk. Schaut mal, das ist wirklich auf einer Ebene hier. Und dann entweder gehend runter und wieder nach oben oder springend, also ein bisschen kardiolastiger. Das sieht dann so aus und wieder zurück. Immer schön Belastung auf den Armen haben und nicht nach hinten sacken, sondern immer schön nach vorne. Für eine Minute auf 3, 2, 1, los geht's. Je weiter ihr mit den Schultern nach vorne kommt, desto anstrengender wird das natürlich für die Schultern, weil sie noch mehr Last zu tragen haben. Und wenn ihr es noch ein bisschen intensiver haben wollt, könnt ihr auch gerne mit den Armen in eine Beuge gehen. Also quasi Arme beugen und so nochmal den Trizeps ordentlich anspannen. Du musst ja noch ein bisschen mehr arbeiten. Jawohl, 20 Sekunden haben wir hinter uns. Kämpft nochmal mit dem Schweiß. Und wenn ihr merkt, das ist zu anstrengend, könnt ihr auch eine einfache Variante machen, indem ihr einfach die Füße unten zusammenführt und dann immer im Wechsel rechts, links, nach vorne. Alles okay. Hauptsache, ihr seid beansprucht und bringt euch am Ende der Übung an eure Grenzen. Schultern sollten weiterhin schön über den Handgelenken sein. Den Kopf könnt ihr gerade nach unten führen. Also nicht in die Überstreckung, auch nicht in die Überdehnung gehen. Und dann haben wir noch 18 Sekunden, 17, 16, 15, 14. Die letzten 10 Sekunden könnt ihr, wenn ihr wollt, nochmal eine Schippe drauflegen. 4, 11 und 10. Gerne nochmal gesprungen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und dann können wir in den Downward Dog gehen. 1 und einmal die Schultern entspannen. Puh, wir nehmen die Füße nach hinten, bringen langsam die Fersen Richtung Boden, die Schultern kommen tief, die Finger sind gespreizt und gehen in eine ordentliche Dehnung der Rückenmuskulatur, der Schultermuskulatur wird ordentlich gearbeitet, jetzt hat sich auch eine kleine Dehnung verdient, das heißt, wir gehen mit den Fersen noch ein bisschen tiefer, dehnen die Oberschenkelrückseite und die Waden und gehen mit den Schultern tief, als würde uns jemand runterdrücken wollen. Und spüre noch dort in den Armen eine Dehnung. Puh. Nochmal tief ein- und ausatmen. Und beim nächsten Einatmen kommen wir in den High Plank. Die Schultern sind über den Handgelenken und wir führen die Ellenbogen nah am Körper runter in die Liegestütze und gehen in die Sphinx. Der Blick geht nach oben. Und jetzt können wir entweder die Fußspitzen aufstellen oder gerne auch auf dem Spann und drücken uns einmal nach oben in den Upward Dog. Und auch hier spüren wir nochmal eine Dehnung. Nach der ganzen Kräftigung können wir uns noch ein bisschen dehnen. Auch nochmal hier tief ein- und ausatmen. Könnt gerne nochmal die Augen schließen. Spürt die Dehnung und dann stellen wir nochmal langsam die Füße auf. Und kommen aus der Position in den herabschauenden Hund. Von dieser Position würde ich es gerne, dass ihr einmal den Oberkörper in einem Rundrücken führt, die Schulter nach oben führt, in die Liegestütze und dann von der Position wieder über einen Rundrücken schön lang machen, wieder in den herabschauenden Hund. Eine Minute lang auf 3, 2, 1, los geht's.
Also hinten in den Downward Dog, einmal die Wirbelsäule einmal krümmen in den Katzenbuckel und dann in die Liegestütze und dann wieder nach hinten. Wenn ihr merkt, das ist zu anstrengend, geht gerne auf die Knie runter und macht die Übung genauso, und zwar auf den Knien, in den Katzenbuckel, in die Liegestütze, in den Katzenbuckel und dann wieder nach hinten. Genau, so hat jeder seine Progression. Und versucht bitte nicht zu lange in den herabschauenden Hund zu verweilen, denn es soll natürlich eine Kräftigung sein und nicht nur eine Dehnung. Aber so haben wir einen guten, gesunden Mix. Wir haben noch 20 Sekunden. Wenn ihr im Downward Dog seid, nehmt die Ferse richtig nach hinten, nehmt die Schultern zurück. Und wenn ihr in den Liegestützen geht, achtet darauf, dass ihr bitte gerade in die Liegestütze geht. Das heißt, die Nasenspitze, die Brust und die Hüfte berühren gleichzeitig den Boden und verlassen diesen auch wieder, wenn wir nach oben kommen. Noch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, nochmal beißen, 3, 2, 1, dann können wir uns hinten mit den Knien aufstellen und einmal fallen lassen, hinten in die Child Pose, die Schultern dehnen und um die Dehnung noch ein bisschen zu intensivieren, können wir die Fingerspitzen aufstellen und mit den Schultern rechts und links einmal tief sacken und eine ganz entspannte Dehnung in den Schultern erfahren. Atmet auch hier nochmal tief ein und aus und spürt jeden einzelnen Muskel, der gerade gekräftigt wurde, den wir natürlich jetzt noch weiter stehlen. Aus der Position könnt ihr die Hüfte wieder nach oben nehmen, auf unsere Handgelenke und auf unsere Kniegelenke. Wir sind im Vierfüßlerstand und heben hier nur die Knie in die Luft, sodass wir nur Kontakt mit den Fußspitzen haben und mit den Handgelenken. Die Schultern sind über den Handgelenken und die Knie gehen nur ein paar Zentimeter über den Boden. Wir drücken die Schulteraußenseite nach unten, dass die Wirbelsäule nach oben kommt. Und wenn ihr wollt und es noch ein bisschen anstrengender haben wollt, könnt ihr gerne einmal in die Beugung der Arme gehen. Also quasi noch ein bisschen tiefer. Der Trizeps muss arbeiten. Das ist gut. Den Blick einfach gerade nach unten führen. Ich schaue aber ein bisschen in die Kamera rein, damit ich euch auch sehe, ob ihr das alles richtig macht. Achte auf, dass ihr nicht ins Hohlkreuz wandert. Also nicht hier im Hohlkreuz, sondern der Bauch ist angespannt. Die Knie sind ein paar Zentimeter über dem Boden. Ihr habt im Idealfall überall 90-Grad-Winkel, also zwischen den Armen und dem Oberkörper, aber auch zwischen der Oberschenkelrückseite und der Wade, sowie zwischen der Oberschenkelfrontseite und dem Bauch. Haltet nochmal durch für 15 14, 13, 12. Wenn ihr es noch anstrengender haben wollt, geht noch mal ein bisschen in die Beugung der Arme und sackt damit tiefer in der Brust und bringt, wenn ihr wollt, noch mal die Daumen zusammen, um die Brust anzuspannen. Für 5, 4, 3, 2. Danach könnt ihr noch mal die Child Pose 1 und locker lassen. Diesmal führt ihr die Arme nach hinten und entspannt euch in einem ganz kleinen Paket und ruht. Und lasst einmal die Schultern entspannen. Puh, auch hier nochmal tief ein- und ausatmen. Und beim nächsten Ausatemzug können wir uns einmal lang machen und wir legen uns auf den Bauch. Einmal nur nach vorne kippen. Und dann nehmen wir die Arme nach vorne, die Beine sind ausgestreckt und wir gehen in eine Hackbewegung. Hackbewegung, der Blick geht nach unten und wir hacken munter mit den Armen und mit den Beinen und versucht gerne einmal die Fersen nach oben zu führen, damit wir noch mehr Spannung auf den Rücken bringen und auch die Schultern einmal schön nach hinten führen und nach unten. Also maximale Spannung und ihr spürt auch, wenn ihr die Fersen ein bisschen höher nimmt, dass der Rücken noch intensiver arbeiten muss. Versucht das so zu halten, Blick nach unten und dann hacken, was das Zeug hält. Schön. Perfekt. Arme noch weiter ausstrecken, Schultern tief, Blick nach unten. Noch 40 Sekunden. Und jetzt haben wir noch 30 Sekunden. Das heißt, wir versuchen mal über die Diagonale zu gehen. Versucht mal das rechte Bein in die Luft zu nehmen, linke Arm in die Luft zu nehmen, schön in die Diagonale strecken und wieder senken. Rechte Arm in die Luft, linke Ferse in die Luft. Und auch hier einmal die Diagonale. Und nochmal rechte Bein, linke Arm. Alles ist ausgestreckt. Und rechte Arm, linke Bein.
Noch für 10, 9. Macht schön langsam, setzt gar keine Impulse, haltet oben ein bisschen die Anspannung. Für 4, 3, 2, 1 und streckt euch in die Luft. Streckt euch gerne so aus, dass die Arme und Beine schön in die Länge gezogen werden. Und ihr könnt die Hüfte von rechts nach links rotieren. Gönnt euch hier eine ganz leichte Minimassage. Und wenn ihr jetzt die Luft bereit habt, schnappt euch mal ein Handtuch. Zack. Und erstmal kommt der Schweiß aus dem Gesicht. Und im zweiten Schritt würde ich euch bitten, es ungefähr so 60, 70 cm auseinanderzuhalten, sodass wir die ganze Zeit Druck drauf bringen können hier. Ich zeige es mal so in der Länge. Und dann führen wir die Beine in die Luft und wir strecken die Arme aus und führen das Handtuch hinter unserem Rücken, wie so ein Latzug, nach hinten, allerdings nicht auflegend auf die Muskulatur des Nackens, sondern immer schön hier nur auseinanderziehen und möglichst nach hinten und die Schultern in die Luft. Aber es soll jetzt nicht irgendwie eine Belastung für die Halswirbelsäule sein, sondern wir ziehen, beugen die Arme, ziehen uns schön nach oben, die Fersen nach oben und strecken uns wieder in die Luft und dabei berührt nie die Fußspitzen, aber auch nicht die Ellenbogen und auch nicht die Fingerspitzen im Boden. Das Ganze machen wir, los geht's. Und achtet darauf, versucht mal, das Handtuch auseinanderzureißen. Das heißt, habt die ganze Zeit Spannung auf dem Handtuch. Das sollte quasi nicht durchwabbeln, sondern sollte die ganze Zeit eine Spannung erfahren, sodass der Trizeps ordentlich arbeiten muss. Wenn wir mit dem Handtuch hinter unseren Kopf kommen, dann ziehen wir noch die Schultern nochmal schön nach oben, setzen einen kleinen Impuls, halten kurz die Anspannung und nehmen die Fersen nochmal in Luft und dann strecken wir uns wieder. Der Blick geht die ganze Zeit nach unten und somit haben wir auch schon 40 Sekunden hinter uns und noch 18 Sekunden jetzt vor uns. 15. Die letzten 10 Sekunden könnt ihr gerne nochmal oben halten, das heißt, dass ihr das Handtuch hinter euren Kopf haltet, nochmal die Schulter in die Luft bringt, die Fersen in die Luft führt, das Handtuch auseinanderreißt und das Ganze noch für 5, 4, 3, gibt alles, 2, 10 zusammenbeißen, 1 und locker. Jawohl. Wie wäre es mit einer kleinen Dehnübung zur Abwechslung? Nimmt die Arme auseinander und wir führen das linke Bein über das rechte und machen einen Twist im Oberkörper, indem wir im linken Bein wie so ein Skorpion rechts aufsetzen. Bei jedem Ausatemzug gehen wir noch ein bisschen tiefer in den Twist rein, halten die Anspannung beim Einatmen. Beim Ausatmen gehen wir noch ein bisschen tiefer rein, pieksen quasi noch ein bisschen weiter hinten. Und beim nächsten Einatmen kommen wir wieder in die neutrale Position und führen das rechte Bein über das linke Bein und atmen aus und gehen wieder tiefer in den Twist rein. Der Blick geht auf die rechte Seite rüber. Und auch hier gilt wieder beim Ausatmen gerne nochmal ein bisschen tiefer in den Twist. Einatmen, halten. Puh. Bringt euer Atem bis unter Kontrolle. Und dann beim nächsten Einatmen gehen wir in die neutrale Position. Puh. So. Jetzt würde ich gerne, dass wir in den Plank gehen. Dafür nehmt ihr einfach entweder in den Low Plank, also quasi nehmt ihr eure Ellenbogen aufgestellt oder alternativ in High Plank, dass ihr die Hände aufgestellt habt, ein bisschen handgelenkschonender ist, wenn ihr die Fingerspitzen in den Boden reindrückt, aber achtet immer darauf, dass ihr die Schulteraußenseiten nach unten drückt. Diese Anspannung halten für eine Minute und dann machen wir ein paar Variationen im Plank. Los geht's. Also entweder High Plank oder gerne auch Low Plank. Die Hüfte sollte gerade sein, kippt sie nicht zu sehr nach oben, sondern versucht gerade zu bleiben wie ein Brett. Und wenn ihr da auch wieder eine Progression haben wollt, dann zieht gerne die Ellenbogen zu den Fußspitzen und baut dadurch noch mehr Core-Spannung auf. Und das, wie gesagt, in verschiedenen Variationen, entweder auf den Handgelenken. Ich mache es hier nochmal vor. Und wenn ihr die Handgelenke ein bisschen entlasten wollt, könnt ihr die Fingerspitzen in den Boden reindrücken oder gerne auf den Unterarm. Den Kopf bitte nicht hängen lassen, sondern den Kopf immer in der Verlängerung der Wirbelsäule halten. Und das Ganze noch für 25 Sekunden, popotiv, Core-Spannung. Und auch hier gilt wieder, nehmt gerne entweder die Ellenbogen oder die Arme, wenn ihr im High Plank seid, in Richtung Fußspitzen und baut dadurch noch mehr Core-Spannung auf. Und wenn wir gleich bei Null angekommen sind, habe ich noch eine kleine schöne Variation für euch, den 1-Minute-Plank. Reicht uns ja nicht, wir wollen ja noch mehr.
In 8, 7. Wenn wir bei 0 angekommen sind, nehmen wir einfach nur den Arm nach vorne. Da bleiben wir total gerade im Oberkörper. Das heißt, die Hüfte kippt nicht mit, die Schulter kippt nicht mit. Ich mache das mal vor. Auf 2, 1. Das heißt, wir kommen einfach nur nach vorne, Blick nach unten und führen wieder nach unten. Andere Arm im Wechsel. Einfach nur den Arm nach vorne nehmen, sodass wir immer einen 3-Punkt-Stand haben. Das heißt, eine Hand oder ein Ellenbogen und die beiden Füße. Die Hüfte möglichst gerade halten. Stellt euch vor, als hättet ihr eine Flasche auf dem Rücken und die soll nicht runterfallen, weil sie die ganze Zeit in der Waagerechten ist. Jawohl. Halbzeit. Wenn ihr gar nicht mehr könnt, setzt ganz kurz ab. Gar keine Schande. Versucht mit den Schultern über den Handgelenken zu verweilen, da die Anspannung zu halten. Für noch 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und geht auf die Knie. Entspannt nochmal in der Child Pose und jetzt habe ich eine richtig, richtig, richtig böse Übung für euch vor. Also entspannt nochmal die Schultern, die sollten jetzt nochmal entlastet sein. Und wir kommen nochmal in einer Mountain Climber Variation, nennt sich der Elevator. Und ihr werdet auch nachher wissen, warum es der Fahrstuhl heißt. Jawohl. Wenn ihr nun die Schultern noch ein bisschen entspannt, denn die braucht ihr jetzt für die nächste Übung, zeige ich einmal die Übung vor. Wir gehen wieder in den High Plank, quasi eine Mountain Climber Position. Und dann gehen wir mit dem rechten Knie nach oben. Dann führen wir runter, Fahrstuhl runter, führen auf die Diagonale nach links unten und führen nach links oben und wieder zurück. Das Ganze auf der linken Seite. Das heißt, könnt ihr gerne schon direkt mit einsteigen, die Minute läuft. Wir führen nach links oben, links unten. Wir führen auf die rechte Seite zum Handgelenk mit dem linken Knie und führen über die Diagonale nach oben und wieder zurück. Und das wieder auf der anderen Seite. Wir starten rechts oben, rechts unten. Links in die Diagonale, links nach oben ziehen und wieder zurück. Und nochmal, links nach oben, links nach unten, über die Diagonale, rechte Handgelenk, rechte hoch und wieder runter. Jawohl, über die Halbzeit haben wir wieder rechts nach oben, rechts nach unten, Fahrstuhl setzt über und fährt nach oben und wieder zurück. Jawohl, links, wieder nach oben, nach unten, auf die Diagonale, und die Diagonale hoch und wieder zurück. Und rechts nach oben, rechts nach unten, auf die Diagonale und wieder nach oben fahren. Noch 8 Sekunden, komm, linke Seite, letzter Fahrstuhl, links nach oben, links nach unten, über die Diagonale auf die rechte Seite und hochziehen und locker lassen. Schüttelt einmal die Schultern aus. Wow. Okay, jetzt in sich. Ich hab's euch versprochen. Puh, okay. Dann würde ich vorschlagen, haben wir jetzt sehr, sehr viel für die Schultern, für den Rücken gemacht. Machen wir doch mal den Bauch jetzt platt, oder? Dafür legen wir uns bitte auf den Rücken oder gerne auf die Sitzknochen. Nimm das Handtuch schon mal zur Seite, denn das brauchen wir. Und könnt auch gerne die Flasche mal zur Seite nehmen, denn einmal gegen das Dehydrieren einen Schluck aus der Pulle nehmen. Und dafür brauchen wir es gleich nochmal als Gewicht. Also Prost. Puh. Legt gerne die Flasche neben euch, das Handtuch gerne neben euch. Und dann füllen wir das Handtuch vor unseren Körper und starten mit der ersten Übung, indem wir uns hinten auf unsere Gesäßknochen setzen. Die Arme ausstrecken, Beine ausstrecken, macht euch maximal lang und führt langsam nach unten, Schultern sind tief, führt langsam in eine tiefe Position, die ihr gerade noch halten könnt und dann reißen wir das Handtuch auseinander, kommen langsam wieder nach oben, die Füße kommen über das Handtuch und dann wieder nach unten. Wieder in eine Rücklingsposition, also auch hier wieder kontrolliert. Die Schultern könnt ihr die ganze Zeit in der Luft halten, sodass ihr die ganze Zeit die Anspannung haltet. Wenn ihr kurz pausieren wollt, ist das auch kein Problem. Eine Minute. 10 Sekunden habt ihr schon. Achtet nur bitte darauf, dass ihr das Handtuch die ganze Zeit reißen wollt und dass ihr die ganze Zeit in Anspannung seid. Also nicht zu lange in irgendeiner Position verweilen. Langsam und kontrolliert. Keine Impulse setzen, insbesondere beim Hochkommen. Ja, ich kann das, da will man mit den Armen nach oben kommen, indem man diesen Ruck mitbekommt, aber versucht das möglichst langsam zu machen. In Zeitlupe.
für noch 20 Sekunden. Das Handtuch drückt die ganze Zeit auseinander. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Wenn ihr bei 0 angekommen seid, sollt ihr euch so langsam Richtung Boden bewegen, dass die Arme nach hinten zeigen und lasst euch irgendwann fallen, dass ihr gar nicht mehr könnt. 1 und locker lassen. Puh. So, dann wird bei dem Bauch eine ganz leichte Entspannung geben. Könnt ihr gerne einmal das Handtuch über eure Hüfte bringen, die Beine auseinanderstellen und jetzt drückt ihr mal mit den Fersen in den Boden und ebenso mit den Schulterblättern, sodass ihr 4 Kontaktpunkte habt. Diese 4 Kontaktpunkte sind einmal die Fersen, die in den Boden reindrücken, und einmal die Schultern, die auch in den Boden reindrücken. Je doller ihr die Fersen in den Boden drückt, desto mehr müsst ihr die Oberschenkelrückseite spüren. Und dabei könnt ihr das Handtuch noch über eurer Hüfte halten und die Hände drücken nach unten, also wollen sozusagen der Hüfte es schwieriger machen, nach oben zu kommen. Und die Hüfte arbeitet dagegen an. Wir haben also quasi ein Spannungsverhältnis aus der Hüfte, die nach oben möchte, und die Arme aus dem Trizeps heraus, die nach unten drücken. Also drückt schön nach oben mit den Fersen richtig in den Boden reinrammen. Die Oberschenkelrückseite müsst ihr langsam spüren. Die Hände drücken Richtung Boden, sodass wir die ganze Zeit ein Spannungsverhältnis aufrecht halten. Das Handtuch ist unter Spannung und der ganze Körper hat eine Vorspannung. Puh. Jawohl, geht noch ein bisschen höher mit der Hüfte. Versucht sie noch ein bisschen höher zu drücken, wenn ihr könnt. Und denkt daran, ihr habt die 4 Kontaktpunkte weiterhin, also die Hüfte drückt in die Luft. Und wenn ihr das Handtuch nicht habt, gar kein Problem, könnt ihr das natürlich auch ohne machen. Das ist ja quasi immer nur eine Progression, die ihr mit reinbauen könnt. Für die letzten 12, 11, noch ein bisschen höher, streckt euch immer richtig an, Zähne zusammenbeißen. Für die letzten 8, 7, 6, noch ein bisschen höher, 5, 4, Handtuch nach unten drücken, 3, 2, 1, und locker lassen. Stellt die Beine auf und gönnt euch eine Entspannung im Scheibenwischer. Nehmen wir die Beine einfach nochmal von rechts nach links rotiert und denen eine ganz geschmeidige Dehnung gibt. Kontrolliert euren Atem. Keine Pressatmung auch hier. Und dann könnt ihr einmal das Handtuch sein lassen. Und wir gehen in eine Übung, indem wir die Hände auf den Boden drücken, also in den Boden rein, die Beine sind ausgestreckt und wir gehen in den Scherenschritt. Das bedeutet 1, 2, 3, 4 mal kreuzen und dann kommt ihr von unten nach oben in so einer Kreisbewegung wieder nach unten und macht wieder 4 mal Scherenschritt und dann führt ihr wieder die Beine seitwärts vom Körper hoch und je nachdem, ihr könnt gerne den Kopf aufstellen oder ihr könnt gerne auch ein bisschen höher kommen. Dann habt ihr es noch ein bisschen anstrengender. Also 4 Kreuze, 1, 2, 3, 4. Die Beine von außen nach oben führen, langsam wieder runter und dann wieder 4-mal kreuzen und wieder nach außen und dann wieder 4-mal kreuzen. Jawohl, entweder lasst ihr den Kopf einmal hängen, das ist ein bisschen entspannter, oder ihr bringt noch ein bisschen mehr Vorspannung mit rein, indem ihr den Oberkörper ein bisschen höher führt. Die Hände drücken weiter in den Boden rein, denn es ist wichtig, dass der untere Rücken in den Boden reindrückt. Versucht wirklich eine ordentliche Vorspannung im Rücken zu haben. Der untere Rücken versucht die ganze Zeit in Richtung Boden zu drücken. Jawohl. Wir haben noch 20 Sekunden. Kämpft nochmal. Unterer Rücken presst auf den Boden. Immer 4-mal die Schere, dann einmal einen Halbkreis und dann wieder in die Schere zu gehen. Noch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Wie wäre es mit der Dehnung? Nehmt die Arme auseinander und ihr könnt das rechte Bein ausstrecken, das linke Bein ist angewinkelt. Und jetzt zieht mal bitte das linke Bein auf die rechte Seite rüber. Und ihr blickt auf die linke Seite in eure Handfläche rein und spürt auch hier nochmal den Twist im Oberkörper. Wenn ihr diesen noch ein bisschen intensivieren wollt, könnt ihr
das nun angewinkelte Bein, was auf der rechten Seite sich befindet, könnt ihr noch ein bisschen tiefer führen. Auch gerne mit dem rechten Arm nochmal runterdrücken. Und auch hier bei jedem Ausatemzug noch ein bisschen tiefer in den Twist reingehen. Und beim Einatmen die Anspannung halten. Und nochmal tief ausatmen. Beim Einatmen wieder in die neutrale Position kommen. Und wir wechseln. Linke Bein ist ausgestreckt, rechte Bein ist angewinkelt. Wir ziehen mit dem rechten Bein auf die linke Seite rüber, blicken in unsere rechte Hand rein und intensivieren gerne nochmal die Dehnung mit unserer linken Hand, die das rechte Bein nach unten drückt. Auch hier nochmal tief ein- und ausatmen. Bei jedem Ausatemzug ein bisschen tiefer in die Dehnung gehen, in den Twist rein, beim Einatmen halten und nochmal tief ausatmen. Und beim Einatmen könnt ihr das Bein wieder in eine neutrale Position führen. Puh. Die Beine könnt ihr aufstellen und wir machen weiter mit noch einer Bauchübung für den unteren Bauch. Und zwar möchte ich, dass ihr mit der Nasenspitze eure Kniespitze berührt. Also ihr kommt hier gleich nach vorne und versucht hier zu berühren. Kurz Kontakt halten, um wieder zurückzukommen. Im Idealfall versucht ihr eure Nasenspitze zur Knie zu führen und nicht das Knie zur Nasenspitze. Also immer schön Korsspannung halten. Das Ganze im Wechsel. Immer schön Crunch im Oberkörper, eine Minute. Los geht's. Und immer kurz den Kontaktpunkt halten. Also im Idealfall habt ihr schon noch so 2-3 Sekunden. Reicht auch 1,5, wo wir in Kontaktzeit haben am Knie, sodass der Crunch ordentlich intensiv ist und dieser Crunch gehalten werden muss. Und dann wieder lösen. Und immer schön den Bauch in Anspannung halten. Im Idealfall macht ihr auch gar keine Ruckbewegung, sondern die Schultern sind die ganze Zeit in der Luft. Und ihr haltet die ganze Zeit Core-Spannung. Immer diesen leichten Crunch im unteren Bauch ausführen. Für noch 20 Sekunden langsam und kontrolliert. Haltet immer gerne oben an der obersten Position. Und auch wenn ihr mit dem Knie nicht an eure Nasenspitze kommt, gar kein Problem, dann haltet bitte zumindest an der obersten Position, die ihr halten könnt, ganz kurz für 1, 2 oder gar 3 Sekunden. Wir haben noch 8, 7, 6, 5. Jetzt könnt ihr mal beide Knie nach vorne ziehen und halten für 3, 2, 1. Und look at that. Puh, wow. Okay. So, was haltet ihr davon? Eine letzte Bauchübung und dann habe ich noch eine Übung, die ihr euch selber einfallen lassen könnt, also quasi vielleicht irgendeine Partie, die ihr heute noch vermisst habt, könnt ihr gerne für diese eine Minute nochmal ans Ende euer Workout schicken und wer keine Idee hat, gibt mir Liegestützen, aber vorher gehen wir noch in die letzte Bauchübung, die wir jetzt in sich haben und zwar halten wir die Hollow Body Position mit Handtuch, das heißt, wir nehmen Handtuch nach oben, Arme sind ausgestreckt, Beine sind ausgestreckt und halten diese Position, so wie es für uns gerade noch angenehm ist. Das Handtuch wird auseinandergerissen und der Oberkörper senkt immer so ein bisschen nach hinten. Und wenn ihr hinten auch rüberfallen solltet, wie ich jetzt gleich, einmal schwupp, das ist gar kein Problem, dann merkt, oh, das war zu weit, dann geht ihr wieder zurück und merkt dann kurz vorher innehalten und diese Position dann einfach beim nächsten Mal halten. Jawohl, beißt noch einmal durch. Denn das sind jetzt noch 30 Sekunden, letzte Bauchübung, für den Fall der Fälle, dass ihr nachher nicht noch eine Bauchübung für euch selber macht. Aber ansonsten habt ihr jetzt noch 23 Sekunden Power. Und ich möchte, dass ihr euch gleich so tief fallen lasst, dass ihr, wenn wir bei Null angekommen sind, einfach nur noch auf dem Boden liegen und platt sind. Also 10, 9, ihr könnt schon ein bisschen tiefer kommen, 8, der Bauch sollte langsam anfangen zu zittern, Arme kommen weiter nach hinten, 4, 3, lass dich noch weiter fallen. 1. Oh, locker lassen. Sehr, sehr gut. Eine letzte Übung. Lasst euch was einfallen. Ihr hattet jetzt eine Minute Zeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir Liegestützen machen. Eine Minute lang. Wenn ihr aber merkt, ihr habt zum Beispiel eine Muskulatur heute total vernachlässigt gespürt, also sei es vielleicht irgendwie die Beine, die ihr nochmal trainieren wollt, Oberschenkelrückseite trainiert, Po, die ihr trainieren wollt, dann habt ihr jetzt diese eine Minute Zeit für euch. Und dann machen wir nochmal einen Cooldown. Ich sehe da als paar Inspirationen zum Beispiel den Sideplank. Genau, Liegestütze ist eine Option. Ihr könnt auch einfach in Shavasana gehen. Eine Minute auf 3, 2, 1 und los geht's. Ready, steady, go.
Für den Fall der Fälle, dass ihr Liegestützen mit mir macht, dann macht sie bitte sauber. Das heißt, ich zeige sie mal langsam, Nasenspitze, Brust und Hüfte, geht Richtung Boden und kommt gleichzeitig wieder nach oben und kommt gleichzeitig auch wieder runter. Keine Raupe und kommt gleichzeitig wieder nach oben. Wenn ihr merkt, das ist zu einfach für mich, gar kein Problem. Auch hier eine Progression für euch. Ihr könnt die Finger, insbesondere die Daumen, versuchen zusammenzudrücken, sodass wir die Brustmuskulatur anspannen müssen und somit eine Vorspannung generieren. Und für alle anderen, genau beim Side Plank zum Beispiel, achtet darauf, dass ihr gerade im Oberkörper bleibt. Also, dass ihr, wenn ihr am Lot runterschaut, dass die Hüfte nicht einknickt, der Blick nach vorne kommt. Was sehe ich noch Schönes hier? Ich sehe Sprünge. Jawohl, Burpees sehe ich da, sauber, großartig. Ich sehe Hampelmänner oben, unten abklatschen. Jawohl. Wenn ihr in den Side Plank geht, könnt ihr zusätzlich auch immer noch so ein leichtes Kippen mit der Hüfte nach oben machen. Wir haben noch 18 Sekunden, 17, 16, 15, gibt nochmal alles. Letzte Übung für heute, da kommt nur ein Cooldown. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Endsprint. 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Ihr habt es geschafft. Puh. Okay, trinkt einen Schluck aus der Pulle, macht, wenn ihr wollt, einen entspannteren Song rauf und dann kommen wir zum Cooldown, diesmal im Stand. Dafür könnt ihr euch einfach auf die Matte begeben und die Arme einmal schön ausstrecken. Puh, macht euch schön lang, steigt gerne ein, wenn ihr soweit seid. Tief durchatmen, während ihr euch nach oben streckt und nochmal gerne über die Seite dehnt, über den Rippenbogen, die Hüfte haltet ihr hinten, während es im Oberkörper weiter nach vorne kommt. Stellt euch vor, als wärt ihr hinter einem solchen Zaun. Über diesen Zaun kommt ihr mit der Hüfte nicht drüber, trotzdem sind die leckeren Himbeeren ganz weit vorne, deswegen streckt ihr euch richtig schön nach vorne und langsam runter zu den Erdbeeren. Auch hier könnt ihr wieder im Wechsel die linke und rechte Schulter mal ein bisschen tief nehmen, die Wirbelsäule mobilisieren. Und auch hier langsam auf die linke Seite rüberwandern. Die Beine sind durchgestreckt und wir spüren eine Dehnung auf der Oberschenkelrückseite. Und auch auf der rechten Seite sind ein paar besonders rote Erdbeeren. Auch da gehen wir nochmal rüber und dehnen insbesondere die rechte Oberschenkelrückseite. Auch nochmal in die Mitte, auch hier nochmal tief in die Dehnung gehen. Und dann kommen wir langsam Wirbel für Wirbel nach oben, tief einatmen und nehmen die Schultern in Kreisbewegung zurück. Öffnen nochmal die Brust. Puh. Noch für 3, 2, 1 und abwechselnd nach vorne. Nehmt ihn als Oberkörper mit rein, rotiert schön. Gönnt eure Wirbelsäule nochmal ein bisschen Mobilisierung und dann winkelt das rechte Bein an, auf dem linken Bein stehend. Am besten sucht ihr euch einen Fixpunkt, sodass ihr mehr Balance haltet und dann können wir beide Knie zusammenführen, am Spann angefasst und dann führen wir die langsam, die Hüfte nach vorne, der Bauch ist angespannt, achtet auf, dass ihr nicht ins Rückkreuz wandert und dann bringen wir noch weiter die Hüfte nach vorne und intensivieren damit den Druck auf der Oberschenkelfrontseite. Fixierten Punkt. Jawohl. Und beim nächsten Ausatemzug lösen wir die Anspannung. Rechte Bein kreuzt vor dem linken. Der rechte Arm zieht nach oben. Der linke Arm zieht den rechten Arm auf die linke Seite. In die Banane. Hier nochmal den Rippenbogen öffnen. Tief einatmen in den Rippenbogen. Jawohl. Nochmal schön lang machen. Und auf der anderen Seite. Ihr steht auf dem rechten Bein, linke Bein ist angewinkelt, auch wieder am Knöchel anfassend. Beide Knie wandern zusammen, die Hüfte kommt langsam nach vorne, der Bauch ist angespannt. Ihr fixiert einen Punkt, achtet, dass die Knie zusammengehen. Und wenn ihr merkt, dass ihr wenig Balance habt, dann könnt ihr euch entweder irgendwas suchen, wo ihr euch festhalten könnt, oder ihr versucht einfach einen Punkt zu fixieren, das hilft meistens auch schon ungemein. Und auch hier wieder beim nächsten Ausatemzug können wir das Bein senken, linke Bein kreuzt über das rechte, linke Arm kommt nach oben. Rechter Arm zieht nach, auf die rechte Seite dehnen.
auch nochmal hier in den linken Rippenbogen reinatmen. Und dann beim nächsten Einatmen machen wir uns nochmal lang, ziehen uns über die Seite, über beide Rippenbogen. Und dann lassen wir dreimal die Anspannung fallen und einfach nochmal tief ausatmen. Und lassen den Oberkörper sinken. Und ein zweites Mal. Und alle guten Dinge sind drei. Jawohl. Das war's. Das war wunderbar. Vielen lieben Dank für das Workout. Ihr wart großartig. Bleibt gerne in der Leitung, wenn ihr noch Fragen habt. Ansonsten wünsche ich euch eine warme Dusche, einen entspannten Abend noch und passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Ciao, ciao, ihr Lieben. Tschüss, danke. Tschüss. Ciao, sehr gerne. Danke dir, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.